Herzlich willkommen beim Inkassobüro zum bärtigen Mönch. Ich bin der mit dem A und heute möchte ich gerne einen schnellen Blick auf das finsterste Gicht sowie die Lederverarbeitung werfen. Mit dem Pre-Patch hat sich einiges diesbezüglich verändert. Viele trauen noch dem Asuna-Farm hinterher und der Ataldasar-Farm ist auch nicht mehr dasselbe, nachdem es nicht mehr möglich ist, den gesamten Bunker zusammenzuziehen, ihn wegzubomben, zu kirschnern etc. pp. Das finsterste Gicht ist jedoch jetzt noch auf der Seite der interessanten Farms. Natürlich, die Beträge, die man dort im Endeffekt nach einer halben bzw. einer Stunde herauszieht, sind nicht mehr allzu hoch. Aber wir sollten uns eh jetzt mit Richtung Shadowlands daran gewöhnen, dass generell bei Solo-Farms oder gerade bei solchen Open-World-Farms die Goldzahlen nicht mehr allzu hoch sein werden. Für diesen Farm geht ihr in das Finsterherz-Dickicht, die Legionsinstanz, und pullt den gesamten Trash vom Eingang der Instanz bis zum ersten Boss, tötet ihn, indem ihr ihn einfach wegbombt, und kirschnet die Gegner. Mit dem Steinbalkleder, das ihr dort hinausbekommt, stellt ihr die Armschienen her. Mittlerweile geht man nicht mehr auf die Schultern bzw. sondern auf die Hosen, sondern stellt Armschienen her. Denn die meisten Craftable Items sind ebenfalls mit dem Pre-Patch im Goldpreis bzw. im Händler-Verkaufspreis genervt worden. Die Armschienen jedoch nicht. Sie sind von 9 Gold MSV auf über 12 Gold MSV gestiegen. Sprich, dort bekommt ihr jetzt tatsächlich am meisten Gold für euer einzelnes Leder heraus. Wie gesagt, ihr nehmt das Steinbalkleder und stellt die Armschienen her, und von den Hypogreifen bzw. teilweise den Vögeln, die ihr dort ebenfalls farmen könnt, bekommt ihr Sturmschuppen. Die Sturmschuppen nutzt ihr, um die Kettenschultern herzustellen. Ihr braucht für die 10 Runs Finsterherzdeckig nicht allzu lange. Ich selbst habe nur ca. 25 Minuten dafür benötigt. Vergesst nicht, euch vorher die Schulterverzauberung Segen des Blutjägers zu holen. Mit dieser habt ihr immer noch die Möglichkeit, zusätzliche Beute von den Gegnern zu bekommen, die Blut von Sargeras enthält. Kirschnerei generell wirft schon sehr, sehr viel Blut von Sargeras ab. Dafür könnt ihr euch weiterhin Leder bzw. Sturmschuppen holen, diese ebenfalls umwandeln und das dann beim Händler verkaufen. Alles in allem war ich nach 10 Runs, nachdem ich alle Items verkauft hatte, bei insgesamt 2620 Gold. Um die obligatorische Farmstunde aufzufüllen, habe ich die Instanz verlassen und bin Richtung Süden geflogen, zu diesem kleinen Gebiet zwischen Valshara und Asuna, wo ihr die Falkosaurier findet, und habe dort den Rest der Stunde voll gemacht. Das hat mir wiederum auch Gold durch Trash und Greens gegeben, sowie weiteres Leder, das ich verarbeiten konnte. Alles in allem, für eine Stunde Farm habe ich dort insgesamt, nachdem ich die ganzen Items hergestellt und sie beim Händler verkauft hatte, 5276 Gold pro Stunde gemacht. Natürlich, wir sind durch BFA andere Werte gewohnt, aber wie schon gesagt, aufgrund davon, dass alles ein bisschen halbiert wurde und auch sämtliche Wenderpreise aus Schlachtzügen und Instanzen ein wenig genervt wurden, können wir uns von solchen hohen Beträgen, wie wir sie zu BFA hätten, relativ verabschieden. Probiert es mal aus, postet mir gerne eure Ergebnisse in die Kommentare oder joint in unserem Discord, einer der größten deutschen WoW-Communities, und insbesondere auch in puncto Goldfarming könnt ihr uns dort gerne besuchen und mit uns über diesen Farm quatschen. Ich persönlich möchte mich recht herzlich dafür bedanken, dass ihr es wieder einmal bis zu dieser Stelle ausgehalten habt, und ich persönlich würde sagen, ich melde mich wieder, wenn ich etwas Neues für euch habe. Wir sehen bzw. hören uns. Bis dann.